Blick auf den Kalender, 28. Oktober. Blick aufs Wetterradar heute, 25 Grad. Der Oktober, der dreht auf der Zielgeraden noch mal richtig auf. Also das Comeback des Hawaii-Hemdes, des Biergartens und der Badehose. Die haben heute in Oelde wieder ganz viele aus dem Schrank geholt. Also ab ins Freibad und das Ende Oktober. Johanna Borgas war beim Abbaden 2022 dabei. Was für ein Sommertraum. Aber wo sind wir denn hier gelandet? In der Karibik? Falsch geraten. So sieht der goldene Herbst heute bei uns in NRW aus. Sommerfeeling vor der eigenen Haustür. Urlaub zu Hause ist doch eher am schönsten, oder? Das gefällt mir sowas von schön hier. Warmes Wasser, tolle Sonne. Besser kann es nicht sein. Ist wie Karibik, nur viel näher. Also heute ist es ja wunderschön warm auch erstmal und ich würde mal sagen, es ist wie so ein Urlaubstag auch, ne? Auch das Wasser ist karibisch warm, 29 Grad. Und wer jetzt direkt an Energieverschwendung denkt, kann beruhigt sein. Geheizt wird hier in Oelde mit der Überschusswärme der angrenzenden Biogasanlage. Cornelia und Freundin Mechtelt reisen heute stilecht zurück in den Sommer. Ein wunderbarer Sommertag, Ende Oktober, was will man mehr? Man hat das Freibad, das Wasser ist warm, die Sonne lacht für uns stundenlang seit Wochen und wir genießen es. Wer braucht schon die Bahamas oder den Strand von Los Angeles, wenn er Oelde haben kann? Denn neben ganz viel Rutsch-Action gibt's hier sogar Muscheln zu finden. Da kommt man doch glatt durcheinander mit den Jahreszeiten. Wie Sommer. Ja, wie Sommer. Ist halt Herbst. Aber fühlt sich wie Sommer an. Als